Hallo, ich bin Marcel von Genelec und möchte euch heute zeigen, wie ihr eure Genelec-Lautsprecher einfach an einen Streamer anschließen könnt. Als Beispielgerät haben wir hier einen Node von Bluesound. Andere Streamer bieten euch vergleichbare Anschlussoptionen. Wir nutzen zum Anschließen unserer Lautsprecher zunächst die analogen Vorverstärkerausgänge. Je nach Genelec-Modell könnt ihr entweder Kabel mit Cinch-Stecker verwenden oder ihr nutzt Kabel von Cinch auf XLR männlich. Manche Streamer bieten auch direkt symmetrische XLR-Ausgänge. Diese Option ist für längere Kabelstrecken die beste Wahl, da Einstreuungen unterbunden werden. Eine zweite Option ist die Nutzung des Digitalausgangs. Die Subwoofer unserer F-Serie bieten jeweils einen entsprechenden koaxialen und optischen Eingang. Ihr schließt hier den Streamer an und verbindet dann die Ausgänge des Subwoofers mit euren Lautsprechern. Bassfrequenzen werden dann automatisch vom Subwoofer wiedergegeben. Ihr könnt die Lautstärke über den Genelec-Subwoofer und seine Fernbedienung steuern. Wenn ihr einen digitalen SPDIF-Ausgang mit den AES-EBU-Inputs unserer SAM-Lautsprecher verbinden möchtet, solltet ihr einen Adapter mit Impedanzanpassung nutzen, von 75 Ohm auf 110 Ohm. Für die Verbindung zu den Lautsprechern gibt es entsprechende XLR-Kabel, die für AES-EBU spezifiziert sind, ebenfalls mit 110 Ohm. Grundsätzlich solltet ihr bei SPDIF darauf achten, die Kabellänge möglichst kurz zu halten, nach Möglichkeit unter 5 Meter. Die Lautstärke eines SAM-Systems regelt ihr bei Nutzung der digitalen Eingänge am besten über das GLM-Kit. Entweder direkt in der Software oder ihr könnt den Netzwerkadapter auch mit einer USB-Stromversorgung standalone betreiben. Es gibt eine passende Funkfernbedienung oder einen kabelgebundenen Lautstärkeregler. Weitere Informationen, zum Beispiel zur Aufstellung eurer Lautsprecher, findet ihr auf unserer Website genelec.com. Meldet euch gerne bei uns, falls ihr Fragen habt.